Hallo und willkommen zu Silent Hill 2. Ja, endlich geht's los. Die ganze Zeit wollte ich es ja am Livestream machen, samstags, aber samstags hatte ich immer irgendwie abends Internetprobleme gehabt. Deswegen habe ich jetzt gesagt, mache ich daraus Videos, also Let's Play. Ja, Silent Hill, die Teile, die habe ich gemocht damals, habe ich gesuchtet. Aber schon ewig nicht mal gespielt. Also muss ich da auch erstmal wieder reinkommen. Wir starten das Ganze einfach mal. Lassen wir mal alles auf Standard. Jupp. Let's go. Geht's nicht gut? Ja, wir suchen seine Frau Mary. Restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Weiß. Okay, wir kommen zu wegen. Gut, Silent Hill. Schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Können wir hier noch mal rein? Ah ja. Hier gibt es aber nichts Besonderes.
Okay, mit L1 rennt man. Das ist auch. So, wir gehen wieder zurück. Ich habe keine Lust auf Silent Hill. Tschüss. Oh, es gibt noch eine Trophäe dafür. Es gibt kein Zurück mehr. Wunderbar. Mist, muss ich doch da rein. Na dann. Ja, ich muss mal gucken, wie lang ich die Aufnahmen mache. Ob das so circa 20 Minuten Videos werden oder doch eine längere. Je nachdem, wie ich da lustig bin. Nur momentan kann ich auch nicht so viel sprechen, weil ich momentan noch Probleme bzw. Schmerz habe mit meiner Bandscheibe. Ja, aber das passt schon. Das kriegen wir schon irgendwie alles unter. Toluca Lake. Okay, hier gibt's auch nichts. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwie noch jetzt gerade ein Tutorial ist oder ob es schon gleich losgeht. Müssen wir mal gucken. Sieht aber schon alles sehr schick aus hier. Wir laufen natürlich noch unbewaffnet rum. Ohne nix. Ja, seine Frau, wie wir schon erfahren haben, ist vor 3 Jahren gestorben durch eine Krankheit. Und jetzt hat er einen Brief bekommen von einer Mary. Und deswegen ist er jetzt hier nach Silent Hill gefahren, um zu gucken, wer das ist. Wer da seine Spielchen spielt oder ob es wirklich die Mary ist. Das erfahren wir dann hier. Eine schöne düstere Atmosphäre hier. Wir kommen immer dichter in den Nebel rein. Ich habe was gehört. Oh, was haben wir hier? Drücke X zum Interagieren. Ah! Aber warum so bedrohlich, dieser Speicherplatz? Komisch, komisch. Oh, it's like someone's groping around my skull. Also diese rote Blätter, da kann man drauf speichern. So wie es aussieht. Oh. Ich glaube, die sucht auch jemanden. Excuse me. I'm sorry. I was just. Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah, I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But I think you should stay away. This,
This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but... I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for... someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. Ob die auch einen Zettel bekommen hat von ihrer Mutter. Deswegen habe ich jetzt auch nicht gesagt, wen ich da genau suche, weil das ja noch nicht sicher ist, ob es wirklich die Mary ist. Denke ich mal. Können die nochmal ansprechen? Did you want anything else? No, it's just... this fog. Does it seem unsettling to you? I guess. Ja, und alle, die Silent Hill kennen, dort ist es gefährlich, ja. Also hier ist schon mal ein Friedhof. Und da bin ich gekommen. Ich gehe mal kurz hier weiter. Bis auf Gräber sind hier nichts. Ah, gehen wir mal hier weiter. Können wir hier rein? Ne, so. Ein anderer Weg ist da auch nicht rein, ne? Gut, dann gehen wir mal die Straße weiter hier. Oder den Feldweg. Hier ist alles voll mit Wasser. Hier sind auch Gräber. Okay, hier kommt man nicht weiter. Ja gut, dann gehen wir mal weiter hier rein. Gehen wir mal nach Silent Hill. Oh, eine Vogelscheuche. Okay, das ist zu. Silent Hill Ranch. Gab es hier überhaupt eine Map oder sowas?
lesen. In meinem rastlosen Träumen sehe ich diese Stadt Silent Hill. Du hattest versprochen, noch einmal mit mir dorthin zu gehen, aber du hast es nie getan. Ich bin jetzt alleine hier, an unserem geheimen Ort. Ich warte auf dich. Geheimer Ort. Die Frage ist, gibt es hier eine Map oder nicht? Schon mal nicht. Okay. Hier Holzfällerlager, das. Okay, hier kommen wir auch nicht rein. Alles zugesperrt hier. Vielleicht kommt man da später noch rein, ich weiß es nicht. Brauchen wir vielleicht einen Bolzenschneider oder irgendwas? Oh, hier ist offen. Hello? Anyone in here? Ziemlich dunkel hier. Hier irgendwie eine Taschenlampe oder irgendwas? Nee. Ein Schlüssel. Autopart Schlüssel, okay. Man sieht aber gar nichts. Ziemlich dunkel alles. Ich bin in die Stadt gefahren, um das Fenster reparieren zu lassen. Der Zweitschlüssel liegt in der Schublade. Ja, den haben wir ja gerade aufgenommen. Wunderbar. Verschlossen. Hier. Ist versperrt, ja. Hört sich auch komisch an da drinne. Da geht's nach Silent Hill. Hm.
Nebel wird immer dichter. Okay, hier geht's schon mal nicht weiter. Auch verschlossen. Jemand zu Hause? The Roadrunner. Kommen wir nicht durch. Na dann. Oh. Oh, kriegen wir da jetzt eine Map? Einen angenehmen Aufenthalt für erhalten. Okay, wir sind jetzt in Silent Hill drin, ne? Da sind wir, okay. Da war es gesperrt. Das sehen wir ja da. Hier sind ganz viele Gebäude eingezeichnet. Da kommen wir wahrscheinlich überall rein. Gut. Dann gucken wir doch uns erstmal das Restaurant Gonzales an. Ist ja direkt hier um die Ecke. Ah, hier können wir die Karte immer öffnen. Wunderbar. Na komm, wir gucken mal hier mal durch. Da geht's dann eh nicht weiter. Flowers. Was ist das? Blut. Oh, hier kommen wir sogar rein. Cassandra, ein Kunde war heute hier und hat einen rot-weiß gemischten Strauß bestellt. Ich habe ihm gesagt, dass das Unglück bringt, aber er konnte sich einfach nicht für eine Sorte entscheiden. Er wirkte ein bisschen abwesend, hat mich angeschaut, als ob ich gar nicht da wäre. Dann ist er einfach gegangen und hat gesagt, dass er die Blumen später abholen kommt. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, weil ich bis dahin vielleicht schon weg bin. Okay, wenden. Da ist nix. Wird alles eingesteckt. Da war eine Ratte. Da haben wir wieder Blut. What is this? Könnte Blut sein. Halt. Ich will das aber trotzdem mal da angucken. Dead end.
ja, geht's nicht weiter. Gut. Deswegen ist der Karte jetzt eingezeichnet. Wunderbar. Also wir müssen doch nach und nach alles abklappern, dass das alles hier markiert wird auf der Map. Dann gehen wir mal weiter. Das ist mir aber noch ziemlich ruhig hier, muss ich sagen. More of that stuff. Ob wir diese Spuren jetzt auch folgen sollten? Vielleicht gehört das noch zum Tutorial. Ich glaube, hier kamen wir rein, ne? Schauen wir doch mal, ob wir da reinkommen. Oh, it's closed. Okay. Anscheinend doch nicht. Hoppla. Ja, ist jetzt ausgeixt. Dann gehen wir mal weiter. Spuren. Oha. Da ist unser erster Gegner, hä? Hey. Wait. Geht's auch schon mal nicht weiter. Hier war irgendwo ein... Na komm, wir folgen erstmal dem Wicht. Das haben sie richtig gut gemacht. So was Tropfen hört man hier ganz gut. Hier hängt noch Wäsche von vor, keine Ahnung wie viele Jahren. Da kommen wir nicht hoch. Hello? Ich habe ihn ganz kurz gesehen. Da war auch schon wieder weg.
nicht hoch. Ja, ich glaube schon, dass es erstmal hier ein Tutorial ist. Weil hier noch nichts los ist und der führt uns wahrscheinlich zum ersten Gegner. Ja, da müssen wir rein. Ja, wir kommen nicht mal raus. Okay. Die können wir speichern. Dann tun wir das und dann würde ich erstmal sagen, machen wir hier erstmal einen Cut. Ja. Mal schauen, wie es weitergeht. Bis dahin. Ciao, ciao.